Minus 12.000. Boah, plus 12.000 am Tag. Boah, da fliegt mir echt die Löcher aus dem Käse. Mittelgroße Kunstwerke. Ich hatte zwar noch null Ästhetik hier, aber irgendwann muss ich mich auch dran setzen. I know. All dem die ganzen Löcher irgendwie stopfen hier, da und dat und hier irgendwie sowas und dat. Und dat. Theoretisch kann ich ja das rausreißen und stattdessen dann so ein fettes Ding hinbauen. That would be an option. Interesting. Ja, das können wir doch mal probieren. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie ich jetzt hier dieses wunderschöne... Also das hier mit Büro ist ja eigentlich alles... Also im Bürotrakt sollte das eigentlich ja kein Problem sein hier mit Büros. Ne? Also das sollte jetzt hier ja kein verwundern. Hier machen wir das folgendermaßen. Wir übertreiben und zwar folgendermaßen. So, jetzt gucke ich gerade mal. Yeah, that would be better. Wir machen dann da so ein großes Grindekal, die kannst du nicht bauen. Ja, aber wir bauen ja jetzt gleich hier so. Na, Mist. Dann kommt da so ein HK-Ding hin. Das finde ich eine sehr gute Lösung. So, jetzt muss ich gerade gucken. Dann kommen hier so zwei Dinger hin und dann gucke ich halt hier. Ah, Mann. Ja, dann machen wir das hier auch so. Pass auf. So. Gut. Warte mal. Ich überlege gerade. Hilfe. 11.000. Leute, wir sind reich. Wir kommen die drei. Wir sind reich. Oh, all das Geld, es funkelt. Oh, Milord. Mir wird ja ganz schwarz vor Augen. Okay, warte mal. Jetzt gucke ich gerade mal hier. Hier kommt ein Aufzug durch, ne? An all die Leute, die das vielleicht schon verpennt haben mögen. Ja, da kommt ein Aufzug durch. Da muss ich irgendwie so gezwungenermaßen so machen. Das ist ja natürlich doof jetzt, weil das muss hier durch. Hall. Okay, pass mal auf. Und was ist, wenn wir das folgendermaßen machen? Folgendermaßen. Mist. Egal, wir sind immer noch im Plus. Okay. Okay, dann machen wir das so und dann brauchen wir hier nicht zwei Platz zu lassen. How about that idea? So, können wir dann hier noch sowas reinklatschen? Leider nicht, nein. Okay, dann let's try that. Dann hier noch sowas. Eins zu groß, schade. Okay. Ein großes und zwei kleine vielleicht. Das sieht sehr schön aus. Jawohl, damit gebe ich mich zufrieden. Hier kommt dann Strom und Wasser hoch. Strom und Wasser. So, das bedeutet, hier ziehen wir gerade einmal ganz kurz die ganzen Leitungen lang. Strom. Telefon hat jetzt hier noch keine gebraucht. Aber weil ich später eh so doof bin und das dann irgendwie verpenne, mache ich das doch glatt auch mal. Telefon. Wasser. Und Gas. So, wir sind reich. Oh, Leute, wir sind reich. Wir sind reich. Ha, Bank, Alter. Irgendwann finanziere ich dich. So. So, jetzt ist nämlich genau der Punkt angekommen, wo wir sagen können, okay, wir müssen nicht mehr aufs Geld schauen. Das ist cool, weil jetzt können wir wirklich bauen. Jetzt können wir bauen. So. Das freut mich ja schon sehr. Mitarbeiter, Wartungsbüro, Baupersonal, Umzugsbüro, Abfalltüren, Lager, Besenkammer. Sehr schön. So, Kreative. 176, Alter, finde, willst du mich vereimern? So, hier Anwaltskanzleien. Wir schmeißen hier wirklich die ganze Büromasche schmeißen wir hier durch. So, da können wir noch nichts bauen, das ist natürlich klar. Wir gucken erstmal, dass die hier zufrieden sind. So, der ist noch ein bisschen sauer, aber sonst geht's. So, der hat aber alles, was er will, ne? Gucken gerade nochmal ein bisschen durch bei denen. Ja, die haben alles, ja. Sind relativ zufrieden, sehr schön. Haben wir den Kopierdienst eigentlich überhaupt geupgradet? Ich glaube schon.
So, einmal noch eine neue Miete brauchen wir hier. Arztpraxen. Ja, aber wenn wir in den Hotelgästen, ja, wenn sich da einer ein Ohrbubu einfängt, dann können die gleich mal einfach eine Etage höher. Richtig. Strom. Halt. So. Wir mieten lieber untere Etagen. Ja. Das Leben ist kein Wunschkonzert, mein Freund. So, hier kommt ein fettes HLK-Ding hin, ne? Also, das haben wir schon besprochen. HLK, Bapf. So. Das müssen wir das natürlich logischerweise noch irgendwie einspeisen. So, das bedeutet, die haben auch gleich schon einen Klimaanschluss, theoretisch. Können sie ja benutzen, wenn sie möchten. Finanzbüros. Das ist ein großes, das ist schade. 171. Anwaltskanzleien zahlen wir leider nicht so wirklich viel. Ja, das stürzt eine zu einem 151, mit dem gebe ich mir auch zufrieden. Und hier können wir nochmal eine Anwaltskanzlei für 438 €. Leck mich doch, Alter. Das ist gut, das ist gut. Boah. Weiß jetzt nicht, womit ich mir jetzt das verdient habe, aber. So. So, Leute, jetzt wird's natürlich interessant. Upsa. Weil jetzt müssen wir jetzt natürlich hier überlegen, kalkülmäßig, ne? So, weil jetzt ist hier gleich bald wieder ein Übergang. Das bedeutet, da würde ich wahrscheinlich eher Restaurants hinbauen. Restaurants. Jetzt gucke ich gerade mal. Warte mal. Da. Das sind jetzt gerade bei Etage 13. Das bedeutet Etage 13. 13, 14, 15, 16. Automatische Renovierung 13, 14, 15, 16. So. 12. Das bedeutet 2 drunter, 2 drüber. Das bedeutet 18 ist dann wieder eine Büroetage. So, das bedeutet, das geht dann quasi bis hierhin. So, ne? So, das bedeutet, wir haben jetzt hier. Das hier ist ja dann quasi die Etage, wo die dann verbunden werden. Mach das jetzt einfach mal. So. Was ist jetzt los? Weiß nicht ganz genau, was jetzt gerade los war. So, wir haben keine Besenkammer, das würde wir brauchen. Dann haben wir so einen Hausmeister. So, das ist natürlich jetzt auch schon wieder logisch hier. Also kommen jetzt hier erstmal Geschäfte hin, oder was? Oder wie sehe ich denn das jetzt, oder was? Oder wie, oder wer, oder was? So, wir bauen jetzt erstmal alles bis Etage 15 hoch. So, und alles weitere können wir mal gucken. So, du fragst dich jetzt, hä, was ist, hat denn das jetzt für einen Sinn? Ist ja voll nichts Besonderes hier. Ja, hahaha, aber mein Freund, du hast etwas ganz, ganz Wichtiges übersehen. Und zwar, das haben wir noch gar nicht gebaut. Und zwar, eine Skybridge. So. Und jetzt werden die hier nämlich einfach mal ganz flugs verbunden. Und jetzt siehst du schon, die ganzen Leute, ja, also wenn ich jetzt, guck mal, ich bin jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, sag mal, wie du heißt. So, ich bin jetzt der Thomas, ja. Der Thomas möchte jetzt gerne hier mal Tante Gretchen hier drüben besuchen. Das bedeutet, Thomas, siehste, Thomas geht jetzt nicht extra, ne, also er geht jetzt, siehste, die gehen jetzt alle hier oben rüber. Und das ist genau der Punkt, wo wir die abfangen müssen. Und da stellen wir dann die Geschäfte rein, verstehst du, ne? Und dann gehen die da hin und dann bam, 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 kaufen die da alles weg. Das ist genau unser Ziel. So, ich hoffe, du hast es verstanden, ne? Das bedeutet, jetzt kommt natürlich die ganz große Preisfrage. Jetzt können wir endlich mal Geschäfte bauen. Und die Frage ist natürlich, wie bauen wir diese? Ein Gourmet-Restaurant. Oh, ein großes Restaurant. Ein Gourmet. Oh, für die Gourmet-Mäuler hier. So, jetzt gucke ich gerade mal. Also hier vielleicht. In der Mitte machen wir eher so die Restaurant-Ecke vielleicht. Hier bei den Büros. Naja, das ist doof. Das ist so ein Gourmet-Restaurant, ja.
Also man soll ja hier alles sagen, nur nicht, dass es hier nichts zum Essen gibt, ne? Also nachher. Das ist schade. Ein großes Restaurant. Ja, nee, das geht nicht. Das ist jetzt wieder ein bisschen Rumpffummelei. Restaurants, was haben wir denn hier noch? Vielleicht machen wir hier auch einfach ein Geschäft hin. Einfach aus Jux und Tollerei. So, hier so ein Geschäft, ne? Und dann hier noch so ein paar Restaurants. Oder mögen das die Geschäfte nicht, wenn es neben denen stinkt? Also ich weiß ja nicht, was die schön haben. So. Das wäre natürlich schon cool, aber dann bräuchten wir hier drüben wiederum zwei Platz und das bin ich nicht gewillt. Das ist aber auch doof. Also ist, wenn wir hier einfach wirklich nur kleine Restaurants hinknallen. Es kommt im Prinzip echt auf das Pupsgleiche raus. Dann machen wir hier halt sowas so. Kommt hier noch irgendwas rein, wovon ich noch keine Ahnung habe, was es ist. Praktisch. 41.000. Alter, Alter, Alter. Okay, und dann gucken wir gerade mal. Oh, oh, das ist so geil. Das ist ja so gut. Das habe ich schon so vermisst. Wir werden hier einfach nur zupumpen mit irgendwelchen Geschäften und was weiß ich doch was. Ja, wir werden nur die Schnösel einkaufen nachher. Hier fliegen die Löcher aus dem Käse, ich sag's dir. Wart's nur ab. So, hier vielleicht zwei so großes bisschen. Over the top vielleicht. So, jetzt ist das gerade eher so ein bisschen rumfriemeln. Ups. Was ist, wenn ich das so mache? Nee. So geht's auch nicht. Naja, ist ein bisschen tricky. Okay, und was machst du aus Üst, wenn wir jetzt so machen? Pass auf. So. Und dann vielleicht hier so ein großes. Naja, das wird nicht funktionieren. Ja, Mann. Zwei so kleine. Es ragt halt leider eins rein. So wird's doch passen. Bin ich doof? Ja. Also, passt. Und hier machen wir entweder auch sowas rein oder halt so zwei große. Das geht ja auch eigentlich. Ja, warum habe ich jetzt hier eines Platz gelassen? Egal, komm. Ist es okay, wenn wir da noch so ein bisschen Ästhetik reinmachen? Ästhetik. Hier machen wir einfach so ein normales. Nee, da muss auch so ein Gourmet-Ding hin. Sozusagen ein Gourmet der Geschäfte. Wenn du so sagen möchtest. So, und hier kommt nochmal so ein kleines Restaurant hin. Dann ist das hier mit nicht so ganz schlüssig eigentlich. Restaurants. Irgendwie, ich glaube, die Wirtschaft boomt gerade oder ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich soll gerade zu viel Geld machen. Schade. Ja, das ist gerade ein bisschen rumprobieren, aber lohnt sich. Machen wir einfach so, komm. Was ich jetzt hier mache, weiß ich tatsächlich nicht. Das scheint ja irgendwie alles nicht so ganz so gut zu funktionieren. So. So gebe ich mich damit zufrieden. Halt, wir brauchen natürlich noch. Haha. Hier drüben brauchen wir noch zwei Platz für Strom, Wasser und so weiter. So, hier ist doof. Das heißt, wir können das gar nicht so machen. Ich überlege gerade. Warte mal, was ist, wenn wir das so machen? Ja, das ist das Gleiche. Es kommt ja aufs Pupsgleiche raus. Ich überlege gerade, weil, wenn wir das so machen könnten. Ja, das ist doch schon mal gut. Wenn wir sagen könnten, machen die jetzt quasi so ans. Ja, so.
Und jetzt ist das hier 2, ne? Richtig, richtig, richtig. So, das bedeutet, dass da oben geht dann auch nicht, weil dann machen wir die einfach hier hin. Geschäfte. Was, wenn wir das so machen? Passt dann da noch perfekt ein kleines Restaurant hin? Das wäre natürlich schön. Nein, natürlich nicht. Warum denkst du denn wohl, dass mir das Spiel so wohlgesonnen sei? Du kleiner, übertölpelter Held. Dann machen wir das einfach genau so und nochmal drüber. Fertig. Mit den Restaurants muss ich jetzt wiederum gucken. Aber das könnte sein, dass das jetzt so passt. Na, nicht ganz. Schade eigentlich. Schade, schade, Schokolade. Ein Gourmet-Restaurant ist ein bisschen kleiner. Aber das Restaurant ist größer als 3, oder? Ja, das ist leider wahr. Leider 4 groß. Schade, schade. Und was ist, wenn wir ein... Nee, das passt nicht. Dann räumen wir das nochmal ganz auf. So, was passiert, wenn wir hier ein Gourmet-Restaurant hinmachen? Nee. Oder wir machen am Anfang ein großes hin. So was. Dann hier so was. Ja, das wird nicht funktionieren. Das ist ja noch schrecklicher. Und hier ein Gourmet, das geht nicht. Doch, aber dann ist halt auch wieder um 1. Ja, okay. Also damit müssen wir uns leider arrangieren. Das tut mir leid. Das tut mir leid. So, damit wir jetzt hier nicht noch mehr irgendwie Ladenfläche hier verschwenden. Also verschwenden tun wir hier gar nichts eigentlich, aber... Jo, du verstehst. So, das war jetzt gerade ein bisschen Rumfriemelei. Es tut mir leid, aber wir sind jetzt ja schon fast so weit. Das ist gerade ein bisschen... Ich mache heute auch extra ein bisschen länger, weil das ja jetzt hier gerade nicht so die spannendste Tätigkeit der Welt sein mag für einige. So, mach das einfach genau nochmal so drüber. Hallo? So, das hier wird richtig extrem, du siehst schon. Also extrem ist quasi hier schon ein bisschen zu untertrieben. So, und ich glaube, jetzt reicht es auch langsam, oder? Also jetzt hier noch so weiter so. Hier noch so ein paar Restaurants rein, ne? Wie wär's? Ist doch schön. So, wir müssen hier auch schon wieder gucken, dass wir hier die ganzen Leitungen hochkriegen. Ah, man, die demolieren mir immer alles. Nein, das ist leider nix. Das ist leider Satz mit X. So, hier nochmal ein paar Kunst- und Kulturgeschäfte, möchte ich mal behaupten. So, das hier wird jetzt gleich ein bisschen sehr teuer werden, eventuell. So, Strom hoch. So, da haben wir zwar noch 2 Platz, das weiß ich, aber da machen wir einfach... Brauchen die vielleicht auch... Oh, weh, die brauchen Abfall und sowas. War das Abfallbehälter? Och, nö. Du siehst... Die brauchen alle... Abfall und Recycling auch noch. Also das Gute ist, hier haben wir schon mal für Abfall gesorgt. Recycling wird hier schon wiederum schwierig. Also... Abfall ist da. Hier, Abfall und Recycling. Brauchen die das auch? Nee, oder? Hast du übelriechende Bereiche? Also vielleicht keine Geschäfte direkt neben den Restaurants hinstellen. Das... Das zerreißt mir natürlich nochmal wieder alles. Also hier sollten wir es eigentlich auch hinkriegen. Easy. Hier ist doch gut. Ah ne, halt. Warte mal. Ich muss erstmal hier das da machen. So. Strom, Strom, Strom. Wasser, Wasser, Wasser. Und Recycling. So. Das ist erledigt.
Der Recycling sollte eigentlich auch hoffentlich jetzt für alles gelten, weil die sind ja mit einer Skybridge verbunden. Ja, also, ja, ne, und so. So, bitte nix meckern hier. So, und jetzt machen wir hier noch so ein Gourmet-Restaurant. Das soll natürlich perfekt sein. Siehst du? Aber, nö, geht nicht, weil Aufzug. Blöd. Geht leider nicht. Schade, schade, Schokolade. Das hier ist auch wieder irgendwie nicht so ganz so genau das einzig Wahre. Ein großes Restaurant können wir uns ja gleich abschminken. Also das bedeutet, wir werden wohl oder übel ja wieder zwei Platz lassen, in Klammern müssen. Und wie wir das jetzt hier machen, weiß ich tatsächlich nicht. Ja, da brauchen wir tatsächlich nur einen einzigen übrig bleibenden Zeug halt, ne? Ich weiß nicht, wie wir das lösen wollen. Also hier, die Restaurants, hier können wir eigentlich knicken. Die machen wir auch mal zu so HLK-Dingern. Falls wir die dann irgendwann mal nochmal brauchen. Dann haben wir da schon mal ein bisschen Platz für. Ich baue jetzt da nochmal ganz kurz nochmal zwei Besenkämmerchen rein. Weil die müssen da rein. Und jetzt ist hier Restaurants. En masse, möchte ich mal behaupten. En masse. En masse, en masse. Ja. Also so schön es auch wäre, das geht halt leider nicht. Da zerschlagen wir uns dann hier dieses wunderschöne Teil. Wir bräuchten eigentlich gerade eben die großen Restaurants. Das ist eigentlich gerade genau das, was wir brauchen. Ja, wir können uns jetzt vielleicht noch bis Neujahrabend jetzt hier noch mit Gourmets zuschlagen. Das bringt uns nichts. Wir bauen da jetzt einfach mal große Restaurants rein und der Rest muss irgendwie passen. Also es tut mir leid, aber das geht halt da nicht anders. Halt. Das hier geht natürlich nicht um einen, ne? Weil wir das haben wir jetzt ja gerade umgebaut. Was ist, wenn wir das jetzt so machen? Nee. Mist. Ja, dann, mein Gott, ist halt da ein frei. Dann warte mal. So, machen wir das jetzt. Pass mal auf. Wir brauchen ja sowieso noch ein bisschen Ästhetik hier. Das bedeutet, das ist jetzt auch halb so wild. Also ehrlich. Da hilft kein Motzen, da hilft kein Zetern. Pass auf. So. Oh. Das passt ja perfekt. Was für ein Wunder. So, und jetzt gucken wir gerade mal, dass wir noch Wasser reinschmeißen. So, und ich möchte euch jetzt tatsächlich nicht auf die große Folter spannen. Bis nächste Woche. Ich bin ja selber gerade sehr nervös. Das bedeutet, ich baue die jetzt einfach mal rein. So, Delikatessen. 641. Oh, Drogerien, Blumenläden, Wein und Spirituosen, Kleinelektronik, Schuhe. Wir brauchen einen neuen. Oh, wir brauchen so viel Lagerbereich. Halt, wir brauchen Lagerbereich. Lager, 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 Lager. Lager, 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 Lager. Lager. Die bauen wir jetzt überall rein, wo es nur geht. Hm. Ich glaube, das sollte sie eigentlich ja nicht interessieren. Warte mal, was passiert? Ich guck mal, ob wir das jetzt hier hinkriegen. Warte mal. Warte mal, 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 warte mal. So, bevor die jetzt hier mal gleich wieder ausziehen aus vor lauter Frust. Strom. So, jetzt gehen da gleich schon die Leute einkaufen. Hehe, sehr gut. Das ist genau das, was ich wollte. Jetzt gucke ich gerade mal Lager. Wir brauchen jetzt gleich echt sehr, sehr viele Lager. So, und hier brauche ich dann noch so ein Recycling hin oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht hilft es ja jemandem. So. So, die allen brauchen noch ein bisschen. Große Restaurants mit einem Barbereich. Jo, jo, jo. So, jetzt gucke ich gerade mal. So, Käsegeschäft. Käse. Gibt es jetzt hier auch. Was habe ich denn noch? Das aus? Habe ich glaube ich noch nicht. Bekleidungsgeschäfte. Ja, das nehmen wir auch mal mit dazu.
Dann kauf Hose einfach hier, bam. Einfach mal hier ins Gesicht rein, sozusagen. Da muss ich gerade aber echt gucken, dass man nicht gleich der Strom durch die Gegend fliegt. 83%, das geht noch. Telefon, geht das auch noch? Frage in die Runde. Jo, das geht. So. Wiener Restaurant, Buffet-Restaurants. So, Sportbars. Indisch. Ja, wir zeigen uns ja jetzt hier mal ganz groß. Salat und Hotbar. Hier wird quasi geschlemmt. Gas haben wir noch keinen. Der kommt aber gerade. Und Wasser brauchen sie natürlich auch noch. Und Kabel-TV auch. So, das ist alles gut hier. Die haben auch alle diese wunderschöne Besenkammer. Die brauchen wir hier auch nochmal. Hilft ja alles nix. Einrichtungen, zack. Da müssen wir dann auch nochmal ganz kurz hier hoch. Hessa und Hossa. So, weil der hat jetzt natürlich kein Wasser und kein Strom. Aber bevor ich jetzt dann hier wirklich alles hier mir sozusagen mir tot zahle hier. Durchgängig geöffnete Restaurants. Sehr schön. Eine Pizzeria wäre vielleicht auch nochmal schön. Ah, ein Donutshop. Und ein Café. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, die Stadt ist durch einen Streit der Nahunternehmen lahmgelegt. Die Fahrer der Stadt weigern sich zu arbeiten, ein bisschen mehr Geld erhalten. Sie können mit einem starken Abfall vom Fußgängerverkehr für ihre Geschäfte und Restaurants rechnen. Bis das Problem gelöst ist, genau jetzt, wo wir natürlich jetzt die ganz große Geschäftsmeile eröffnen. Ist natürlich ganz super. Danke. Okay, wir brauchen nochmal hier nochmal ein bisschen Recycling. Recycling, Recycling. Nee, nicht so groß, nur so ein bisschen. So, Italienisch haben wir, Mexikanisch, Mexikaner und ein bisschen Brunchen darf man ja auch ab sofort. So, Sandwich Shops haben wir, glaube ich, soweit ich weiß noch nicht. Dann gibt es denn hier noch Hübsches in Diner, Fast Food Restaurants, ganz klar. Hier nochmal so ein Dar-Restaurant mit Schlemmermeile in allen möglichen Varianten und Variationen. So. Also, man soll jetzt hier bitte nicht mehr sagen, dass es hier an irgendwas mangelt, ja. So, was brauchst denn du? Strom. Wow. Hier unten braucht noch Wasser. Und noch Gas. Wird hier auch verlangt. Gas, halt, wo ist jetzt das Gas hin? Gott. Wir müssen jetzt hier mal ganz kurz einen Parcourslauf machen. Können wir eigentlich auch das jetzt hier durchlegen? Oh ja. Wäre ja eigentlich ja theoretisch deutlich einfacher gewesen, aber ja. So, und Wasser? Wo bleibt das Wasser, ey? So, das habe ich mit Etage 12 gemeint. Sowas. Jetzt weißt du ganz genau, warum ich darauf so hingefiebert habe. Die Mittag- und Abendessen an. Haben wir es jetzt weggezogen? Dieser Bereich ist laut zu laut, von irgendwo kommt ein geschränkter Geruch her. Hausmeisterdienste benötigt. Hausmeisterdienste? Okay, ich kümmere mich drum. Sorry. Hausmeisterdienste, Hausmeisterdienste, unzureichend. Ah, okay, ich verstehe, verstehe. Wir haben uns da ein bisschen übernommen mit den Hausmeisterdiensten. Könnten wir eigentlich ja echt da drüben hinklatschen, aber ich bin jetzt einfach mal echt so sozial und baue die einfach mal hier unten hin. Ansonsten irgendjemand, der jetzt gerade im Moment gerade am überfordern ist, unsere arme Gasanschluss. Das dachte ich mir schon fast. Gas, 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 Gas. Gas, 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 Gas. So, 51%, jetzt ist mal wieder Ruhe im Karton hier. So, Telefon auch am Verrecken. Nö, tatsächlich nicht. Okay.
Respekt. 79% für das Kabel-TV. 100% für das Wasser. Ach du meine Güte, da brauchen wir mal ganz kurz hier schnell mal Flux, möchte ich mal behaupten. So, Wasser haben wir jetzt auch wieder ein bisschen im Griff. So, Wasser, Gas. Ist ja okay. Und HLK, naja, weiß ja. Die übliche Geschichte. So, und jetzt noch einmal ganz kurz hier rüber. Was gibt es denn hier noch Hübsches anzuschauen? Wir ziehen das alles erstmal ein bisschen um. Tut mir leid. Aber ich habe das gerne, wenn das so am Aufzug ist. Und nicht hier hinten, wo es dann eh keinen mehr kümmert. Die Ästhetik. So, Möbelgeschäfte. Das ist natürlich ganz praktisch hier. So, und ein Fachmarkt für Elektronik. Das haben wir auch schon irgendwie. Wir holen trotzdem nochmal einen hin. So. Perfekt. Dann hier einmal ein wunderschönen Souvenir-Shop. Das macht sie natürlich hier im Hotel drüben ganz, 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 ganz gut. Und hier nochmal so ein bisschen, falls wenn die mal auf Söpfchen wollen und dann haben sie nichts zu lesen, dann können sie das auch hier gleich kaufen. Medienkampagne, Fußgängerverkehr versucht. Fußgänger, Fußgänger, Fußgängerverkehr. Jawohl, kommt sofort. So, wir können einmal das hier versuchen. Buchhändler für seltene, oh, ei, ei, ei. Händler für gute Weine, echt, oh meine Güte. Kunsthandel, Juweliere, oh ein Juwelier, komm. Kommen die ganzen Kriminellen und knacken mein Hochhaus. Darauf habe ich schon so Bock. So was von Bock habe ich darauf. Telefon. Ich kann mir vorstellen, dass er das oben auch braucht, ja. So. Was? Ach. Okay, ich habe ja vergessen, dass solche Leute auch gleich anstrengend sind. Ein mittleres Dachrestaurant. Ui! Okay. Ui. Also ich glaube, ui ist gut, ne? Also ui ist gut, aber hui ist besser. Oder so was? 105.000. Ich bin glücklich. So. Ja, das ist ja mal wieder schön hier, ne? Also hier mal irgendwie Buchhändler für seltene und Antik, so was. Kann man sich hier auch, also ist jetzt ja hier richtig, ne, also Nobel-Schmobel hier. Ich guck gerade nochmal, dass wir hier vielleicht nochmal sowas hinbauen, und zwar Porzellanladen. Da können wir auch gleich einen Elefanten mit reinstellen. So. Ist auch mal endlich aufgeräumt. Der hat mich schon irgendwie so ein bisschen gestört. Kritiker, du bist gestört. Ja, jetzt beruhig dich. So. Und jetzt könnt ihr richtig, richtig, ne? Einkaufen, schlemmen, was das Zeug hält. Und auch unsere Hotelbewertungen sollten jetzt eigentlich auch nach oben gehen. Es gibt ein mittelmäßiges Café, ausreichend Frühstücksmöglichkeiten. Klar, die wollen natürlich auch frühstücken irgendwie. Bitte Mittagessen an. So wie Kaffee und Frühstück. Sandwich essen, was ist jetzt los? Der da unten, der macht auf einmal keinen Gewinn mehr. Wir haben gestern keinen Gewinn gemacht, von irgendwo kommt ein strenger Geruch her. Der ist leider kollabiert von unserem neuen ausschweifenden Konzept. Das tut mir natürlich irgendwie leid für ihn. Arztpraxen. 711 erwartet Gebäudesicherheitsdienste. Sollst du haben, mein Freund, sollst du haben. Gebäudesicherheitsdienste, na gut. Gebäudesicherheitsdienste, oh ja, da müssen wir natürlich auch noch anschließen. Upsi. Gebäudesicherheitsdienste, Sicherheitsdienste, dankeschön. Bauen wir hier rein. Passt ja so perfekt. So, Wasser. Dann ganz flux wieder hoch zum Arzt. Der braucht natürlich noch seinen Strom und alles Mögliche. Was brauchst du? Wasser brauchst du noch. Sollst du haben, mein Freund? Sollst du haben. So, dann gucke ich gerade nochmal, dass der hier unten Strom, Telefon hat. So, das ist eine Kardiologie. Und da wirklich, da geht es gerade hier wirklich richtig ab. Jetzt gucke ich gerade nochmal hier drüben. Hier sollten wir vielleicht auch nochmal voll machen. So, aber dort Revisionsdienste, die brauchen noch relativ viel.
Dieses Gebäude benötigt mehr Technikbüros. Kreative Büros, aber das Zeitarbeiterdienste. Okay. Mehr Technikbüros. Braucht auch wieder einen halben Kappes. Das bedeutet, wir brauchen mal Zeitarbeiterdienste. Zeitarbeitsdienste, das ist natürlich wieder das, wo ich wieder total hinterstehe. Zeitarbeitsdienste hier, boah. Sag mal, muss das alles so groß sein? Unbedingt. So, Strom, Telefon, ne? Kennst du die Geschichte? Ziel mit Wagen nicht erreichbar. Was ist jetzt schon wieder falsch? Ja, bis in 2 Tagen. Ziel kann mit Wagen nicht erreicht werden. Von wem denn? Ich verstehe es nicht, echt nicht. Komme nicht an mein Ziel, ich komme nicht an mein Ziel. Ja, das dachte ich mir. Das ist jetzt das Problem von denen Halunken hier ausgeht. Ja, die können halt dem von der Arbeit hin und zur Arbeit rausgehen, aber während der Arbeit können sie leider nichts tun. Das ist natürlich ein bisschen arg. Bisschen blöd, ne? So, die sind zufrieden. Na, jupp, Heidi. So. Und du siehst, das läuft. Gucken wir nochmal ganz kurz hier am Schluss der Folge auf die Rentabilität. Die hier rentieren sich nicht so, aber die hier, boah, die hier verdienen hier natürlich die große Knete. Die hier auch so relativ. Ich glaube, das wird sich auch alles nochmal ausbauen aus. Die sind da unten auf einmal gar nicht mehr. Die sind jetzt auf einmal ganz stark gebeutelt von den neuen Geschäften und so weiter. Die hier brauchen kein Geld, warum nicht? Südwest-Mobilfunk-Ideen. Okay, also den Mobilfunkladen brauchen wir noch nicht so wirklich. Wahrscheinlich haben wir auch noch einfach zu wenig Technikbüros, als dass wir das jetzt irgendwie schon bräuchten. Mandys, ein Diener, das Nachteulen verpflegt, so wie Frühstück und Kaffee. Okay. Also wir haben auch noch nicht so viele Leute, die jetzt hier auch nachts rumchillen. Ich glaube, das kommt auch alles erst, wenn wir dann noch mehr, noch größere Büros haben. Aber du siehst, wir haben 150.000 Euro auf einmal. Das bedeutet, das nächste Mal wird es auch mal ein bisschen dran gehen, auch ein bisschen zurückzubauen, sozusagen. Und mal ein bisschen zurückzufahren mit unseren krassen, ganzen, Sachen einfach. Also, wir müssen ein bisschen drosseln, unsere Einnahmen. Und natürlich noch mehr Restaurants bauen, ganz klar, ne? Also, das wird jetzt trotzdem nicht aufhören. Die Leute verlangen nach Restaurants und dementsprechend werden wir sie ihnen auch liefern. Und dann irgendwann kommen wir auch wieder nach Etage 18 und dann geht es wieder normal weiter. Wobei normal würde ich jetzt nicht sagen, weil wir haben jetzt sehr, sehr viel Geld. Das bedeutet, da werden auch ganz, ganz krasse neue Zimmer auch auf uns zukommen und so weiter. Das bedeutet, es lohnt sich von allen Seiten her dran zu bleiben bei diesem wunderschönen Spiel namens Project Highrise. Falls dir dieses Spiel übrigens gefällt und du möchtest das unbedingt auch mal selber spielen, dann ist das gar kein Thema, ne? Also möchte ich dir nochmal ganz kurz sagen, weil unten in der Videobeschreibung findest du einfach einen wunderschönen Kauflink. So. Und da kannst du dann ganz, ganz easy cheesy draufklicken und dann kannst du das da kaufen und dann kannst du das selber spielen. Ne? Also das ist bei mir auf dem Kanal immer so, falls wenn dir das Spiel gefällt, was du hier siehst, ne? Immer unten in die Videobeschreibung reingucken, da ist immer der Kauflink. Und dann kannst du da ganz leicht einfach dir das Spiel kaufen. Für dich selber. Ist auch gar nicht mal so teuer. So, jetzt baue ich erstmal nochmal ganz kurz hier diese wunderschöne Spa-Etage runter. Und ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, diese Aktion nochmal zu überreden, sozusagen. So, irgendwas ist jetzt mir schon wieder durchgebrannt. Ich weiß nicht ganz genau was. So, der Nachtclub ist leider verschwunden. Den hat es leider nicht so wirklich hier gefallen. Wir haben einfach noch zu wenig, ich glaube, wir brauchen da mehr Einwohner, die auch mal ein bisschen nachts aktiv sind und so weiter. So YouTuber, weißt du, nennt man die auch umgangssprachlich. Jo, da müssen wir einfach mal schon mal schauen. Wir brauchen auch nochmal sehr viel Neues für unsere wunderschönen Büros und wir müssen mal die Steuern drosseln, das geht mir, so, das ist mir sonst zu arg. Also, boah, da kriege ich ja immer hier halben Herzinfarkt, wenn ich da drauf schaue. So, jetzt noch ganz kurz das hier fertig machen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Project Highrise. Bis dahin, euer Kommentator Onkel Grinsekarl war heute am Mikrofon. Ciao mit K.